Ich bin viele! Verfalle dem Wahnsinn. Ich glaube, mein Sohn will sich umbringen. Ich liebe meinen Sohn, aber ich denke, dass er momentan eine schwere Phase durchmacht. Er verbringt den ganzen Tag und die ganze Nacht in seinem Zimmer. Bei einem 15-Jährigen würde man denken, dass er etwas Unanständiges täte. Es ist mir egal, was für Hobbys er ausüben möchte. Sei es Fußball, Theater, Kunst, Ballett. Ich will nur, dass mein Sohn glücklich ist. Er besitzt nicht mehr diese große Lebenslust, die jeder Teenager haben sollte. Letztens hat er meiner Ehefrau gesagt, dass er sie hasst. Er schrie es ihr ins Gesicht, nachdem sie sich über seine Schulnoten gestritten haben. Seine schulische Karriere geht momentan den Bach runter. Er war mal ein Einserschüler. Und nun bringt er nur noch Vieren und Fünfen nach Hause. Meine Frau bekam einen Nervenzusammenbruch und ich konnte sie erst nach Stunden beruhigen. Was ist mit dem kleinen, glücklichen Jungen passiert? Was ist mit meinem Sohn geschehen? Warum öffnet er sich nicht mir gegenüber? Ich weiß, dass ich ihm helfen kann. Gott, mein armer Junge. Er wurde auch wegen seinem Klamottengeschmack und wegen seiner Verhaltensweise gemobbt. Er befindet sich zwar in einer dunklen und mystischen Phase, aber ich hasse es, dass er sich das alles zu sehr zu Herzen nimmt. Ich meine, ich war zwar ein Heavy-Metal-Fan und habe dadurch die Scheiße aus dem Leib meiner Eltern erschrocken, doch ich fühlte mich nie suizidgefährdet. Uns wurde klar, dass unser Sohn mit Problemen zu kämpfen hat, nachdem wir ihn beim Ritzen erwischt haben. Anscheinend war es nicht das erste Mal, dass er sich verletzt hat. Er rastete komplett aus, als wir es herausgefunden hatten. Wir brachten ihn zu einem Psychiater und zu dem Schultherapeuten. Doch dadurch schloss er uns noch mehr aus. Er wollte schon damals keine Hilfe annehmen und heute erst recht nicht. Gott! Ich wünschte, ich wüsste den Auslöser für das Verhalten meines Sohnes. Laut dem Psychiater hat mein Sohn keinen Grund, sich so depressiv zu verhalten. Man fand kein Trauma, welches er in der Kindheit gehabt hat. Und sein Hormonhaushalt ist auch stabil. Man fand nichts. Die Dunkelheit in seinen Augen. Gott, diese Dunkelheit. Ich habe ihn zum ersten Mal nach gefühlten Monaten in die Augen gesehen und es war so, als würde man in die Augen eines Haies starren. Er ist kalt. Er ist kalt zu uns, zu seinen Freunden, einfach zu jedem. Ich habe mich bei seinen Freunden über ihn erkundigt. Sie sind genauso besorgt wie meine Frau und ich. Er hat sich von uns isoliert und ist bei Kleinigkeiten und bei fremden Menschen unzählige Male ausgerastet. Durch sein Verhalten verwickelte er sich schnell in Schlägereien und nun bereue ich es, dass er nicht die Schule gewechselt hat. Er hasst alles und jeden. Er zeigt auch nicht die typischen Symptome einer Depression. Er isst sein Essen, er hört keine traurigen und tiefgründigen Lieder und sein Pornosuchverlauf ist überraschenderweise sauber. Ich bin so verzweifelt. Gestern habe ich sein Zimmer durchsucht, während er in der Schule war. Ich fand verschiedene Arten von Messern und Seilen
Und ich fand mein altes Gewehr, welches eigentlich im Tresor liegen sollte und nicht im Zimmer meines Sohnes. Bei den ganzen Sachen, die ich im Zimmer gefunden habe, überraschte es mich wenig, dass Drogen einfach so verstreut rumlagen. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, sie zu verstecken. Ich konfiszierte die Gegenstände und durchsuchte weiterhin das Zimmer nach etwas. Ich wusste aber selbst nicht, wonach ich eigentlich suchte. Ich gab es auf und ging zur Arbeit. Am Abend kam ich wieder nach Hause und es fühlte sich an, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Er schrie so laut und so lange, bis seine Stimme heiser wurde. Ich nahm ihm seine Drogen und seine Waffen weg und er fühlte sich auf, als wäre er das Opfer dieser Situation. Ich versuchte mit ihm zu reden, doch als Antwort schlug er seine Zimmertür mit einem lauten Knall zu. Heute durchsuchte ich wieder sein Zimmer und fand einen Abschiedsbrief. Zwei, um ehrlich zu sein. Der erste war ein grober Entwurf, den er aber weggeschmissen hatte. Der zweite aber war grausam. Er beinhaltete Behauptungen von sexuellen und körperlichen Missbräuchen. Er berichtete von jahrelangen Folterungen und von Alkoholsucht. Der Brief endete mit einer schwachen Entschuldigung bezüglich der zwei Leben, die er zerstört hatte. Allerdings war weder der zweite Brief noch der grobe Entwurf von einem Opfer geschrieben worden. Es wurde von jemandem geschrieben, der schon lange plant, sich selbst und seine Familie umzubringen. Der Entwurf wurde angeblich von meiner Ehefrau verfasst und der Autor des zweiten Briefes sei wohl ich. Ich glaube, dass mein Sohn sich umbringen will. Aber nicht, bevor er zuerst meine Frau und mich umgebracht hat.